Also beim Abpflanzen von Kräutern gibt es ein paar Sachen zu beachten und die zeige ich euch jetzt. Zum Wissen, welche Kräuter als Zelt passen, ist es wichtig zu wissen, wie viel Wasser sie bevorzugen und wie viel Nährstoff sie brauchen. Im Kräutergarten auf dem Balkon ist zu beachten, dass Pflanzen mit dem gleichen Wasserbedarf zusammen im Kistchen sind. Den Wasserbedarf findet man grundsätzlich auf der Etikette. Nicht alle Kräuter haben gerne Sonne. Basilikum, Peterli und Schnittlauch sind gut geeignet für eher schattige Balkone, die auf Nord und Osten ausgelegt sind. Und auf der sonnigen Seite nimmt man lieber Thymian, Oregano oder Rosmarin. Ein guter Mix beim Abpflanzen der Kräuter schützt auch vor Schädlingen. Einige Kräuter, wie zum Beispiel der Salbei, haben einen sehr starken Eigengeruch, der als natürlichen Insektenschutz nützt. Was natürlich dann auch den Nachbarkräutern hilft. Ein gutes Beispiel, wenn man gerne französische oder mediterrane Küche hat, wäre so ein Provencal-Mix, der in der Basis aus Thymian, Bohnenkraut und Rosmarin besteht. Weitere Tipps und welche Heilkräuter gut zusammenpassen, findet Sie in unserem Ratgeber.